Der Reiz vom DeLorean ist eigentlich sicher der Film. Der Witz daran ist, dass als der Film gedreht wurde 1985, die Autofirma eigentlich schon seit 4 Jahren in Konkurs war. Also der DeLorean wurde nur zwischen 1980 und 81 gebaut und hat einfach durch 85 diesen Film Zurück in die Zukunft den totalen Hype erlebt. Ich finde einfach das Tolle, wenn man mit einem DeLorean unterwegs ist, ist man einfach das Highlight. Die Leute kriegen ein Strahlen im Gesicht, es zaubert ein Lächeln auf die Gesichter. Ich gehe oft zu Oldtimer-Treffen oder Youngtimer-Treffen, bin eigentlich immer mit dem DeLorean allein. Also ich habe noch nie einen DeLorean auf der Straße gesehen. Also wenn man mal einen sieht, hat man echt Glück gehabt. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich meiner. Ja, ich habe einen Fluxkompensator, also das ist die Zeitmaschine aus dem Film. Habe ich mir zu Weihnachten gekauft, man gönnt sich ja sonst nichts. Wie sollte ich sonst Zeitreisen machen, oder? Und ich war auch ganz pünktlich da. Ich habe die Zeit eingestellt und war ganz pünktlich hier. Also man sitzt sehr tief unten, also das Auto ist ja nur 1,20 Meter hoch. Also man hat so dieses Buggy-Feeling, man sitzt, schaut also wirklich den Autos in den Auspuff rein und in den Radkasten. Und das Problem ist, man sieht zwar sehr gut nach geradeaus hinten, aber man sieht nicht sehr gut auf die Seite. Also wenn neben mir ein LKW fährt, ich sehe ihn nicht. Jetzt muss man halt, wenn man fährt, dauernd aufpassen, was spielt sich links und rechts von einem ab. Und sehr oft fahren die Leute also mit der Handykamera neben mir her auf der Autobahn und filmen mich, während sie auf der Autobahn fahren, neben mir. Und leider sehe ich das Auto nicht. Mein Auto ist im Prinzip total original. Also es hat Originalfelgen, Original-Innenausstattung. Also es ist einer von den wenigen wirklich ganz originalen DeLoreans. Das Problem beim DeLorean ist, man kann ihn nicht reparieren. Also wenn ich jetzt einen Kratzer habe, kann man nur das Teil austauschen. Jetzt ist aber der DeLorean Edelstahl gebürstet. Jedes Auto hat eine andere Bürstung. Also wenn ich einen Kratzer drin habe, kann ich eigentlich nicht groß was tun, weil würde ich das Teil austauschen, würde ich ein Teil bekommen mit einer anderen Bürstung, mit einer anderen Maserung und das würde nicht mehr zu meinem Auto dazu passen. Also jeder DeLorean hat Macken und hat Kratzer und hat Schläge, weil das ist halt einfach DeLorean. Ist 34 Jahre alt, da darf man das haben.